Die Influencerin Kathy Hummels, auch Spielerfrau von Bayern-Star Mats Hummels, hatte eine brillante Idee. Sie hat Sneaker rausgebracht. Die seht ihr hier. Das sind Sneaker mit Hummels drauf, also mit Hummeln. Ja. Jetzt gibt es allerdings, ich glaube, die kommen aus Dänemark, den dänischen Schuhhersteller Hummel. Und der sagt, jetzt kann doch nicht jemand, der Hummels heißt, plötzlich Sneaker machen, die Hummels heißen und Hummeln drauf haben. Und wir sind doch die Hummel. Und wie der Streit rausgegangen ist, der ja nun wirklich kurios ist, klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und der Streit heißt Hummels gegen Hummel. Und die Kathy Hummels, die hat ja... Kathy. Hat einige Rechtsstreitigkeiten gerade am Laufen, da sie als Influencerin ja schon mal Werbung gemacht hat und nicht so ganz klar war, ob sie das ordentlich gekennzeichnet hat oder nicht. Jetzt hat sie noch einen anderen Rechtsstreit, der es bis zum Bundesgerichtshof schaffen könnte. Sie hat also diese cleveren Schuhe rausgebracht mit vielen Hummeln drauf. Und diese die hat hier oben sogar als Schnürsenkel oder als Schnürsenkel-Draufsetzer, hat es auch so eine dicke Hummel. So, und klar, weil sie ja Hummels heißt, hat sie jetzt einen Schuh namens Hummels gemacht. So, das ist der Hummels-Schuh. Und das ist der Hummelschuh von den, ich meine, es sind Dänen. Ich schaue mal gerade, ja, dänische Schuh- und Modekonzern. So. Und die Dänen haben gesagt, geht nicht, Markenrechtsverletzung. Sagt sie, ja, ist ja cool, Leute, ich heiße aber nur mal Hummels. Wenn ich jetzt als Kathy Hummels Hummels Schuhe rausbringe, muss das doch möglich sein. Und darüber musste jetzt das Landgericht in Hamburg entscheiden. Und das Landgericht Hamburg hat gesagt, nö, Frau Hummels, das funktioniert nicht. Sie verletzen mit den Hummels-Sneakern Rechte der Firma Hummel. Warum ist das so? Nun, tatsächlich ist es immer eine Frage im Markenrecht, ob man erstmal eine identische Marke hat. Nö, kann man sagen, hat sie nicht. Sie hat ja Hummels, ist ein S hinten dran. Und Hummel heißt, ja, da fehlt eben das S. So, und wenn man diese Markenidentität nicht hat, der erste Schritt also nicht gegeben ist, dann muss man, so sagt auch der Europäische Gerichtshof, nach einer zweitgeteilten Formel schauen, ob eine Verwechslungsgefahr für den Durchschnittsverbraucher vorliegt. Und da muss man wahrscheinlich fairerweise sagen, so sagt auch hier das Landgericht Hamburg, naja, zwischen Hummel und Hummels, das wird so hinten verschluckt, das S, kann der Durchschnittsverbraucher schon gar nicht mehr unterscheiden. Also Markenrechtsverletzung ist gegeben, sagt das Landgericht. Allerdings sagt jetzt Frau Hummels, naja, das mag ja alles sein, aber ich habe ja eigene Rechte, Paragraf 12, bürgerliches Gesetzbuch. Ich habe Namensrechte. Ganz weit vorne im bürgerlichen Gesetzbuch steht drin, dass man das Recht an seinem Namen hat, das kann man auch veröffentlichen und so weiter. Und jetzt ist die Frage, inwiefern können Markenrechte gegen Namensrechte stehen. Und Frau Hummels hat auch ein Urteil gefunden vom Bundesgerichtshof aus dem Jahre 2005. Da steht, dass die Vorname- und Nachname-Konstellation individualisierende Wirkung hat. Das heißt, dann ist nach Meinung des BGH eben kein Vorrang des Markenrechts mehr gegeben. Aber auch darauf hatte das Landgericht in Hamburg eine relativ schnelle Antwort. Die sagen, naja, das mag ja alles sein, wenn man den Vor- und den Nachnamen sieht, aber diese Schuhe heißen einfach nur Hummels und eben nicht Kathy Hummels. Bei Kathy Hummels könnte es wieder was anderes sein und deswegen gab es eine Klatsche. Sie darf diese Hummels-Schuhe jedenfalls nicht mehr unter dem Namen Hummels vertreiben. Die Hummeln selbst, die darf sie allerdings drauflassen. Ja, also schätze ich jetzt mal, wenn die jetzt von ihr oder von ihren Designern entworfen worden sind. Aber eben nicht mehr Hummels. So, das ist jetzt eine Frage, die beim Oberlandesgericht in Hamburg hängt, denn dahin wird der Rechtsstreit jetzt marschieren. Und vielleicht geht es sogar weiter bis zum Bundesgerichtshof. Es geht einfach um Markenrechte, die gegen Namenrechte stehen. Für Vornamen, Nachname hat der Bundesgerichtshof schon mal gesagt, naja, kann man, wenn man genau so heißt, auch gegen eine Marke sich abgrenzen. Wenn es jetzt nur der Nachname ist, ist das noch offen. Da sagt das Landgericht Hamburg, nö, geht nicht. Mal schauen, was die nächsten Instanzen sagen. Ihr seid natürlich die Ersten, die es erfahren werden. Ihr könnt übrigens auch erfahren, was es morgen an Videos gibt. Das steht hier
unten unter diesem Video. Da sagen wir euch jetzt schon, was morgen kommt. Und wer sich für das Geschehen hinter den Kulissen interessiert, was so in der Kanzlei abgeht, der sollte einfach mal vorbeischauen bei uns auf dem Instagram-Kanal. Kanzlei WBS heißt der, glaube ich. Auch den haben wir unten mal verlinkt. Schaut einfach rein. Kanzlei WBS Instagram-Kanal, der zeigt so ein bisschen, was hier einfach ansonsten abgeht, wenn ich mal keine YouTube-Videos drehe. Euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.